So, der Bastelzeit. Heute mal wieder mit etwas, wo ich hoffe, dass es eine Reparatur wird. Und zwar habe ich mir ein paar Boxen gekrallt. Das hier. Okay, das ist eine. Dazu gehören nämlich noch die beiden. Ja, wir sehen schon eventuell den Hersteller hier. Rode, wie auch immer. Audio-Equipment und relativ teuer, also erst im hochpreisigen Segment. Das hier ist das Set Wireless Go 2. Das kennt ihr eventuell, wenn ihr hier auf YouTube ein bisschen mehr unterwegs seid. Die sind bei vielen YouTubern recht beliebt. Das ist nämlich ein Wireless-Audio-System. Wir haben einmal hier das ist die Zentraleinheit. Die wird per USB-C an einen PC oder per Klinkenbuchse an irgendwas anderes angebunden und dient als Empfänger. Hat aber wohl auch einen internen Speicher und so. Und die beiden, das sind die Mikrofone, deswegen zwei, haben wir zwei Stück von. Die Mikrofone, die kann man in verschiedenen Arten benutzen. Natürlich drahtlos komplett, auch hier mit USB-C, aber nur zum Aufladen. Zumindest soweit ich weiß. Die kann man entweder direkt hier so benutzen. Haben hier hinten so ein Anclip-Ding. Das heißt, man kann sich das irgendwo ans Hemd machen und dann ist hier oben ein Mikrofon drin und da kommt wohl eine halbwegs brauchbare Audioqualität raus. Gibt dann auch so einen Puschelfeder drauf, wenn man so eine tote Katze haben möchte. Das ist gegen Windgeräusche. Wenn man das nicht möchte, hat man hier entsprechend auch die Möglichkeit, ein externes Mikrofon, also Lavalier, Headset oder ähnliches anzuklemmen. Ja, markiert ist das Ding hier als vermutlich Wasserschaden und der hat auch ein bisschen seltsamen Geruch, also könnte durchaus in die Richtung gehen. Die Haupteinheit hat es nicht und mal so die Power-Buttons probieren und hier ein bisschen gedrückt halten, dann sieht das auch schon ganz gut aus. Der startet nämlich hier und scheint komplett zu funktionieren. Wir sehen hier minus 6 dB, wir sehen den Akkuzustand hier von dem Hauptding und wir sehen 1 und 2, die beiden Kanäle sind jetzt nicht verbunden, entsprechend nichts da, auch die ganzen Knöpfe gehen. Wenn ich die hier aber drücke, dann sehen wir, da passiert nichts. Normalerweise müssten jetzt hier oben auf der Ecke diese LEDs angehen und entsprechend dann die beiden sich auch hiermit verbinden. Tun sie nicht, na gut. Wie gesagt, das, was ich gehört habe, ist, dass es wohl ein Wasserschaden sein könnte, sollte, was auch immer. Also gucken wir mal in die Richtung. Normalerweise bei einem Wasserschaden würde ich sagen, okay, auseinanderbauen und erstmal gucken. Aber prinzipiell, da ist halt ein Akku drin. Das heißt, wenn da was elektrisch kaputt gehen könnte, dann ist es jetzt eh schon kaputt. Das heißt, ich stecke den jetzt einfach mal hier an und gucke, was passiert. Der hier passiert gar nichts. Das heißt, wir kriegen überhaupt keine Idee. Upp. Was haben wir denn hier? Ja, er versucht zu starten und bricht dann wohl ab, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ja, irgendwas scheint noch zu leben. Und der hier, der macht im Prinzip genau dasselbe. Okay. Das ist jetzt mit einem USB-C auf C-Kabel. Ich hole jetzt mal ein A auf C-Kabel. Nicht, dass es irgendwie nur die Aushandlung ist. Das heißt, wir machen mal hier einen externen Monitor dran. Und irgendwo hier habe ich doch ein A auf C-Kabel gesehen. Nehmen wir das. C, A, jo. So, wir haben 5 Volt am Eingang. Das sieht gut aus. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir es hier einstecken. Wow, nix gut. Der zieht 1 Ampere. Klingt eher ungesund. Ich glaube nicht, dass die beim Laden so viel ziehen sollten. Der hier, der zieht 40 mA und tut nichts. Okay, das sieht sehr kaputt aus. Heißt also, die Mitte legen wir mal auf Seite. Die scheint ja noch zu funktionieren. Die beiden anderen... Mal gucken, wie wir da reinkommen. Entweder, dass hier hinten irgendwo was ist oder die Frontseite ab. Frontseite ab klingt mir aktuell am erfolgsversprechendsten. Das heißt, wir probieren das einfach mal. Mehr als kaputt geht ja nicht. Von daher, ne. Mal gucken. Das ist die Frage, ob man da... Ich glaube, ich mache mal der Heißluft fertig. Das dürfte da helfen. Die Hitze sollte theoretisch... Kleber aufweichen, wenn was da ist. Und das, was ich hier noch habe, den Reinigungsalkohol,
der sollte dann Kleber auch nochmal lösen. Das sieht gut aus. Da geht etwas auf. Mal gucken. Wir sehen, das läuft hier schön ins Innere. Also wirklich, für draußen sind die hier wohl nicht gemacht. Da scheint es keine wirkliche Isolation zu geben oder sowas. So. Eigentlich bin ich jetzt einmal rund. Normalerweise müsste das jetzt aber langsam mal hier aufgehen. Okay, da kommt's. Come on. Das ist sehr kaputt. Okay. Da ist eine Menge Schmodder unten drin. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Na gut, wie irgendwas an Messspitze, um den Akku mal abzuklemmen. Ja, ich glaube, da ist nichts mehr zu retten bei dem Teil hier. So. Akku, Hauptteil. Wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, wie es aufgebaut ist. Ich würde sagen, dann machen wir den ganzen Kram mal bei dem anderen auch. In der Hoffnung, dass da ein bisschen besser drin aussieht. Einer davon funktionieren würde, wäre das ja schon mal ein Gewinn. Hier auf der Seite haben wir am meisten, das heißt, wir sollten da anfangen. Und ich sehe schon unten drin, er sieht nicht besser aus. Das ist nervig. Zwei Stück mit demselben Fehler. Oh, und hier reißt sogar der komplette... Oh. Da reißt der komplette Batterieverbinder mit ab. Und ja, das sieht alles nicht gut aus. Wow! Bomb diffused und so. Gut, dass die interne Protection haben. So, welcher ist denn hier der komplett kaputte? Das hier ist der komplett kaputte. Dann üben wir mal mit dem, was wir denn hier noch so veranstalten können. Denn irgendwo muss das ja eigentlich noch aufgehen. Okay, das scheint also irgendwie so die richtige Richtung zu sein, den hier raus zu operieren. Dann machen wir das nochmal. Okay. Serie Nummer 1. Dann hier den ganzen Vibration Mount hier. Das ganze Gummi. Was wahrscheinlich dafür da ist, die ganzen Sachen zu entkoppeln. Einmal rausmachen. So. Ja, und hier sieht man im Gehäuse auch schön das, was ich meinte. Da ist halt jede Menge Schmodder von irgendwelchen Reaktionen drin. Es ist alles nicht gut. Nun gut, oder nicht gut, aber... Hier einmal aushängen beim Schalter. Hier aushängen und zack. Jetzt haben wir hier das Board freigelegt. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass man da noch viel machen kann auf der anderen Seite. Die Dinger sind halt schweineteuer. Hier so einer, eins von diesen TX-Modulen kostet, ich glaube, 120 Euro. Das sind halt hier 240 Euro, die wegen dem Busy Wasser den Geist aufgegeben haben. Bonus, für denselben Preis kriegt man den hier dann gratis dazu. Also ist das Ding auch im Prinzip wertlos. Ja, gut. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal unsere gute alte Zahnbürste
und schrubben mal drüber in der Hoffnung, dass keine Bauteile abkommen, sondern nur der Dreck. Vielleicht haben wir ja Glück und darunter sieht es besser aus. Ich habe zwar so meine Zweifel, aber ne. Okay, schauen wir uns das Ding mal hier unter dem Mikroskop an und sieht nicht gut aus. Ich meine, wir haben hier eine Antenne, das ist relativ eindeutig. Die zweite Antenne haben wir ja gesehen, die ist auf der anderen Seite. Das ist dann hier dieses Konstrukt, was wahrscheinlich schon anders polarisiert oder sowas. Aber wenn wir uns das Board selber mal angucken, dann sehen wir da ein gewisses Muster. Prinzipiell sehr viele Testpunkte, aber alles, was irgendwie mit Strom zu tun hat, wie hier E-Set, POI, Batterie Plus, 3,3 Volt, 3,3 Volt. Die Kontakte sind komplett weggegammelt hier. Oder ja, nicht Kontakte, sondern Testpads. Und ja, wenn wir hier mal ein bisschen kratzen, das ist halt nicht nur, dass da Belag drauf ist. Da ist halt tatsächlich Zeugs weg. Also das sieht schon mal nicht gut aus. Gut, ansonsten hier auf der Rückseite nicht viel zu sehen, außer den ganzen Testpunkten. Auf die andere Seite gehen, dann haben wir schon ein bisschen mehr. Hier die erste Sektion, wo auch entsprechend viel Schaden zu sehen ist. Die USB-C-Buchse geht hier rein. Ein bisschen was an wahrscheinlich EMI-Filter oder ESD-Schutz. Haben hier offenbar eine Art Spannungswandler, würde ich schätzen. Irgendwas in die Richtung. Dann die zwei oder drei Hauptchips hier. Nochmal zusätzliche Chips hier unten. Und ja, hier im oberen Bereich, da haben wir entsprechend den externen Eingang und die Abgänge zur Mikrofonkapsel, die eingebaut ist. Ansonsten Vigo TX2, also relativ eindeutig. Die LEDs 10 und 10 auf dem Kopf. Okay. Gut, und ich würde sagen, wir gehen mal grob die Chips durch, ob man da was sehen. Hier sehen wir es ja schon, LTS 2833. Das ist, ja, gute Frage, ein Prozessor mit integriertem Bluetooth. 240 MHz CPU und 400 MHz DSP. Also es ist so Audio-Gedönse eigentlich für Bluetooth. Ich wusste gar nicht, dass die ja Bluetooth haben. Ich nochmal nachgucken und nö, also laut Anleitung hat das Ding hier kein Bluetooth, obwohl hier definitiv an dieser Stelle ein Bluetooth-Transceiver oder Bluetooth-Prozessor genutzt wurde. Okay, ansonsten, was haben wir hier noch? Wir haben den kleinen LP4069, nice, das ist ein Constant Current, Constant Voltage Linear Charger for Single Cell Lithium Ion Battery. Das kommt hin. Wir haben hier ja eine Lithium-Ionen-Batterie drin. Das heißt, das ist unser Ladecontroller hier. Der andere in der Mitte, N52810. Die kennen wir doch. NRF52810 ist ebenfalls ein Bluetooth Low Energy IC. Bluetooth 5.4 SoC, 64 MHz Cortex M4 Prozessor, 192 KB Flash, 24 KB RAM und entsprechenden 2,4 GHz Transmitter für bis zu 2 Megabit. Prinzipiell werden die als Bluetooth vermarktet, aber meines Wissens kann man damit auch dann eigene Protokolle fahren und ich gehe davon aus, das ist das, was die hier gemacht haben. Was haben wir hier noch? Wir haben den großen, das ist ein sehr schwer zu lesender, da. Da in der Mitte. KLM4G1FETE, das ist die korrekte Bezeichnung. 4G, ja, okay, da haben wir es. Das ist ein Flash-Speicher, eMMC 5.1. mit 4 GB. Das heißt also, das ist unser interner Speicher. Diese Empfänger hier, die haben die Möglichkeit, das Audio lokal auch aufzuzeichnen. Das heißt, wenn die Funkstrecke irgendwie abbricht, dann kann man immer noch hier per USB dran gehen und entsprechend dann die Datei hier runterkratzen, sodass man da ja, so eine Art Fallnetz hat. Sprich, wenn alles schief geht, hat man nicht direkt alles verloren, sondern kann hier drüber nochmal dran. Und last but not least hier oben der, das wird wahrscheinlich ein Audioverstärker oder irgendwas in die Richtung sein.
Gucken, ob wir da was erkennen können. 66, 3 mal die 11. Und nein, what the heck? Das dürfte ein Sky 66111 sein. Das ist ein Frontend-Modul für Bluetooth Range Extension. Okay. Ja gut, das ist also offensichtlich etwas, um die Reichweite nochmal hochzuprügeln. Ich meine, wir haben hier drei ICs, die alle sagen, sie wären Bluetooth. Am Ende wird es wahrscheinlich so laufen, dass man hier Bluetooth nicht nutzt, sondern das Ganze als reinen DSP nutzt, um das Audio aufzubereiten. Das Audio geht dann in den hier. Der kümmert sich dann um den Datenversand. Das heißt, das Ganze wird paketiert, wird entsprechend in den Flash geschrieben und gegebenenfalls nach draußen gemacht. Ist eigentlich Bluetooth, kann aber ein bisschen modifiziert werden. Das heißt, ich gehe davon aus, man hat da ein bisschen rumgespielt, um das Ganze resilienter zu machen, dass entsprechend nicht so viele Störungen auftreten. Und das geht dann an den Chip hier, der dafür gedacht ist, ein Bluetooth-Signal mit höherer Reichweite zu erzeugen. Dem dürfte es relativ egal sein, wenn das kein hundertprozentiges Bluetooth ist, solange da die entsprechenden Frequenzen und alles stimmen. Und der schickt das Ganze dann entsprechend hier über diese Antenne oder diese Antenne nach draußen. Oder er schickte. Denn, wie gesagt, wir haben hier extrem viele Schäden auf dem Board. Ich habe da irgendwie so meine Zweifel, dass wir da noch viel machen können. Insbesondere, weil hier halt auch an vielen Stellen wirklich das Kupfer nicht nur weg ist, sondern teilweise auch Sachen rausgebrochen sind. Ich werde es nochmal zur Sicherheit, einfach um es versucht zu haben, in irgendeine Form von Reinigungsflüssigkeit schmeißen. Mal hoffen, dass es ein bisschen weggeht. Aber wenn wir hier mal gucken, gerade hier bei diesen Bereichen, lass mal gucken, ob wir näher rankommen können. Ja, ich denke, hier kann man es ganz gut sehen. Hier ist halt alles von diesen Pins irgendwie mit so einem Haze, also irgendwas ist da noch überall drüber und insbesondere halt da, wo Strom durchging, wie hier, da sehen wir massive Korrosion außenrum. Hier scheint sogar ein Bauteil zu fehlen. Ich glaube, da war ein Kondensator wahrscheinlich. Auch hier an der USB-Buchse. Das sieht alles nicht so gesund aus. Wie gesagt, spätestens wenn wir auf der Rückseite dann uns diese Vias angucken, hier sehen wir es, denke ich, schön. Ein Via, was Ground war, ein Via, wo Strom durchging. Oder nicht Via, Testpunkt, sorry. Dieser, wo Strom durchging, der rechte jetzt hier auf dem Bild. Da ist nicht mehr viel übrig. Genauso hier AVCC und ein ja, vermutlich nicht benutzter. Das sieht alles nicht gut aus. Oder auch hier die beiden Batteriepins, da sieht man es auch sehr gut. Minus intakt. Plus hat ein bisschen Elektrolyseur gespielt. Und ich habe tatsächlich noch einen Fehler gefunden, den wir beheben können. Wenn wir hier nämlich mal schauen bei dem Batterieverbinder. Ja, die Verbindung zwischen einem der Pins, und zwar dem Pluspol der Batterie, nach unten zur Lötstelle, die ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, das Ding ist nicht mehr festgelötet. Ich habe versucht, das festzulöten, aber weder der Pin noch das Pad nimmt irgendwie was an. Ich gehe davon aus, die sind halt komplett zerstört vom Material her. Aber wir haben ja unsere Testpunkte. Ground hatten wir ja so. Und ich habe jetzt den Bud Plus, das Trace daneben freigelegt, sodass wir da dran löten können, in der Hoffnung, dass die Vias noch leben. Und habe dann einfach mal ein Kabel dran gemacht und das Ganze dann an mein Netzteil hier gehangen. Und wenn wir hier gucken, bei 4 Volt, 10 mA. Ne, das ist für Standby ein bisschen viel, aber es ist Leben drin, denn wenn wir den Knopf drücken, blinken jetzt die LEDs und wenn wir gedrückt halten, was zum Einschalten da ist, das Ding geht an. Tja, prinzipiell funktioniert es, aber dieser Ruhestrom von 10 mA, der stört mich dann doch. Im Betrieb sind es im Übrigen etwa 70 mA, die dabei 4 Volt durchgehen. Ich habe dann noch ein bisschen weiter getestet, habe jeweils noch den NTC-Pin angelötet und dann die Kabel vom Original-Akku direkt da dran gemacht, einfach weil die Stecker halt komplett zerstört waren. Akku im Übrigen direkt auf Rode gebrandet, also extra für die hergestellt, 3,8 Volt, also quasi so Handy-Bereich und das Ganze mit
350 mAh bzw. 1,33 Wattstunden. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir sehen auch die Belegung. Rot plus, schwarz minus und blau T, also NTC, der Temperatursensor, der drin ist. Das sieht ganz gut aus. Und das Ergebnis war, beide lassen sich mit Akku einschalten. Und bei einem kann ich sogar per USB laden. Beim anderen habe ich bei USB keinerlei Reaktion. Also der zeigt jetzt, nachdem ich gereinigt habe, überhaupt nichts mehr, dass er irgendwie versucht, da auch nur Spannung zu ziehen. Das heißt, den kann ich nicht so original benutzen. Ich könnte natürlich extern irgendwie Strom hinzufügen. Dann haben wir ja gesehen, geht auch der an. Und der andere, der ist im Prinzip voll funktionsfähig. Ja, und ihr seht, das Ding leuchtet und hier kommt Signal. Und das, was ihr gerade hört, ist tatsächlich jetzt von diesem Wireless Go-Ding. Also technisch scheint das Ganze noch zu funktionieren. Bei beiden war entsprechend Korrosion. Das Ding hat sich teilweise aufgelöst, die Akkuverbindungen waren kaputt. Aber nach Reinigen und Akku wieder anbringen ist ein Großteil wieder funktionsfähig. Mindestens mal der ganze Audiopart, wie man unschwer hören kann. Allerdings, dieser Power-Sache, das ist irgendwie nicht so sauber. Hier bei dem geht laden, beim anderen habe ich es leider nicht hinbekommen. Man sieht auch hier bei dem, wenn wir mal da, können wir da näher rangehen, kann er das scharf stellen, da sehen wir eventuell, dass er tatsächlich auch die Batterieanzeige jetzt wieder hier hat. Aber so 100% geht es halt nicht. Ich habe mir damit beholfen, die Akkus jetzt erstmal extern zu laden. Das ist natürlich aufwendig, muss mal gucken. TP4056 vielleicht mit einem Zusatzgehäuse vorne drauf machen oder so, müsste funktionieren. An Ausschalter noch dazu gegen den Vampire Drain. Mal gucken. Irgendwie sowas müsste funktionieren. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Denn ehrlich gesagt, ich hatte die Firma immer so als, die sind vernünftig im Kopf. Und wenn ich mir jetzt hier das Innenleben angucke, bin ich mir da ehrlich gesagt nicht mehr ganz so sicher. Ich meine zugegeben, in der Anleitung steht nirgendwo drin, soweit ich das gesehen habe, dass die Dinger in irgendeiner Form wetterfest oder wasserfest sind. Also sie haben sich da zumindest abgesichert. Aber in meinen Augen, das ist ein Mikrofon. Das wird speziell für Creator ja auch beworben. Und die meisten Creator, die ich kenne, die sitzen nicht halt den ganzen Tag in der Werkstatt, sondern die gehen auch ab und zu mal raus. Und draußen ist halt mal Regen. Von daher hätte mich zumindest mal so ein bisschen was an Wetterschutz deutlich besser gestimmt. Und hier ist halt gar nichts drin. Und das ist in meinen Augen für den Preis ein bisschen nervig, denn dieser ganze Fehler oder ein sehr großer Teil des Fehlers hätte man vermeiden können, wenn man da einfach Conformal Coating drüber gemacht hätte. Und das ist etwas, meine China-Geräte, die ich kaufe, die haben das inzwischen relativ flächendeckend. Also warum hat man es hier nicht gemacht? Damit hätte man einen sehr großen Teil des Schadens vermeiden können, wenn nicht sogar den kompletten Schaden. Ansonsten, naja, ich denke, es gibt mehr als genügend Videos hier auf YouTube, die sagen, wie gut die Audioqualität oder wie schlecht die Audioqualität ist. Das muss, denke ich, jeder für sich selber bestimmen. Zumindest mal hier der klappt jetzt auf jeden Fall, auch wenn ich extern laden muss. Aber zumindest mal die Audiobereiche haben wir immerhin wieder in Gang bekommen. Ist das Ding wieder halbwegs nutzbar, wenn auch nicht ganz so komfortabel wie original. Aber hey, erstmal haben wir das Ding vorm Schrott bewahrt, denn der Audiopart tut offensichtlich, was er soll.